Hey Leute und herzlich willkommen zu Fahrenheit alias Indigo Prophecy, wie es wohl irgendwo hieß, wie auch immer. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei, falls ihr das Spiel nicht kennt, um das erste Quantic Dream Spiel, also das erste David Cage Spiel seiner Art. Also das erste Spiel, das nach der Formel gebaut wurde, nach der auch die heutigen David Cage Spiele noch gebaut werden. Das aktuellste Beispiel ist hier natürlich Detroit Become Human, und mit Fahrenheit legte David Cage im Grunde den Grundstein für diese Art von Spielen, die wir seitdem immer wieder gesehen haben aus seiner Feder und eben von Quantic Dreams. Und ja, starten wir. World of Sea Ramsey hat sich dieses Spiel nun quasi als Nachfolgerspiel passenderweise zu Detroit Become Human gewünscht, und dann machen wir auch gleich weiter. Ich habe das mal kurz getestet, denn ich spiele es auf dem PC. Die Remastered Edition von Steam, und da kann man sich nie so sicher sein bei älteren Spielen. Ups, was mache ich denn? Ob das auch wirklich läuft. Deswegen habe ich es kurz getestet. Läuft! Zumindest die kurze Testphase, die ich getestet habe, war gut. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Schön immer, schön, oder? Dass ich auf dem PC spiele und jetzt hier mit dem Controller die Buchstaben eingebe. Na, so ist das manchmal. Lenz quitt. Okay. Ja, ich bin mir sicher. Ein Controller würde gefunden. Ja, das stimmt. Den benutze ich auch. Okay, irgendwie funktioniert der Controller jetzt witzigerweise nicht mehr. Gerade hat er noch funktioniert. So, ich muss noch ein bisschen rumbasteln, aber jetzt passt alles, jetzt funktioniert's. Starten wir einen neuen Film. Wirklich neuer Film steht. Das Spiel wollte auch wirklich eher ein interaktiver Film sein, wie es die Spiele ja heute noch sind. War damals natürlich total crazy, wirklich. War echt ein neues Erlebnis, sowas kannte man nicht. Ob es nun ein guter Film ist, darüber bilden wir uns eine Meinung, wenn wir soweit sind. Er hat seine Höhen. Vielleicht auch seine Tiefen, aber wie gesagt, darüber urteilen wir am Ende nochmal. Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mehr so sein wie früher. Es begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York, die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Thank you.
Was habe ich getan? Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Und natürlich ist die Polizei hier. Wie könnte es auch anders sein? Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Gut. Wenn dieses Symbol oben rechts am Bildschirm zu sehen ist, wird der Fortschritt automatisch auf der Festplatte gespeichert. Vielen Dank für die Information. So, jetzt schauen wir mal. Außer Betrieb. Damn. Wir haben hier echt eine niedrige Framerate irgendwie. Das laggt ein bisschen. Ich werde versuchen, das bis zur nächsten Folge vielleicht zu reparieren. Hoffentlich funktioniert's. Bei so alten Spielen, da passiert sowas leider. Wie gesagt, ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, aber bis zum nächsten Mal sollten wir das echt reparieren. So, erstmal Blut abwaschen. Und jetzt, ach so, von links nach rechts lenken. Mit welchem denn? Wo denn? Wie denn? Ha. Huh. Ah, jetzt macht er was. Ah, okay, gut. Muss man erst die Tasten finden. Und auf die Toilette setzen. Eigentlich sollten wir uns jetzt logischerweise nochmal waschen wahrscheinlich, aber ist schon okay. Ich glaube, für wollen wir noch den Besen nehmen und das Blut wegwischen, bevor jemand kommt. Blut wegwischen. Na schau, funktioniert doch. Oh, Moment, funktioniert nicht wirklich. Hä? Mache ich irgendwas falsch? Oder geht's nicht weg? Bam! Pfeffer da in die Ecke. Ich versuch's nochmal. Vielleicht muss ich irgendwie Wischbewegung machen. Nee. Okay, das funktioniert einfach nicht. Komm, weg mit dir, Besen. Ich mochte dich eh nicht. Wollen wir die Tür hier noch zumachen vielleicht? Ah, hier können wir das Blut wegwischen. Ich blute. Ich muss mir mit dem Messer die Gelenke aufgeschlitzt haben. Und auch beide Vorderarme. Noch schnell pinkeln gehen. Natürlich. So viel Zeit muss sein. So, gut. Das hätten wir auch erledigt. Naja, die Leiche finden sie sowieso. Blut hin oder her, oder? Ist ja wurscht. Oh Gott, die Steuerung ist komisch. Die ist komisch irgendwie. Dann hauen wir durchs Fenster ab. Ich wollte ihnen das Blut gerne noch wegwischen, aber es geht nicht. Na, vergittert. Vergittert. Da komme ich nicht raus. Das ist doof. Dann. Oh, der Polizist steht auf. Dann komm, gehen wir. Tag, Officer. Ich bin einfach nur ein ungescholtener Bürger, der mal kurz pinkeln war. Ich gehe nun. Auf Wiedersehen. Hey, Sie! Die Rechnung! Ich muss dieses Viertel schnellstens verlassen, bevor die Polizei hier ist. Laufen wir! Eine Leiche! Niemand verlässt das Lokal. Was? Da will er nicht langlaufen. Und jetzt laufen wir zurück, oder wie? Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, ja, das bis ist blöd. Die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Laufen wir nochmal am Diner vorbei. Die Richtung hat ihm nicht gepasst, in die wir da gelaufen sind. Bis nach Hause ist es zu weit. Ich muss ein anderes Transportmittel. Ach so, wir brauchen ein anderes Transportmittel. Da geht's, glaube ich, auch nicht weiter. Das ist ein bisschen antiklimatisch, dass ich hier da an einem Diner vorbeilaufe. Aber woher soll ich denn wissen, wo ich hin soll? Jetzt mal ehrlich.
Kamera ist auch nicht gerade hilfreich. Vielleicht U-Bahn. Gut, U-Bahn funktioniert. Jetzt geht's uns gleich ein bisschen besser. Oh oh, aber es gab einen Zeugen. Oder einen echten Täter? Wer weiß. Doc's Diner. Okay. Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe, um sich gegenseitig abzumurksen? Tyler, in New York wird jeden Tag einer umgebracht. Aber vor allem dann, wenn ich nachts Dienst habe. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weitermaulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Du bist der Boss, Carla. In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur, damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Zum Beispiel Soundfehler. Nach meinem inneren Monolog. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Was taten Sie hier? Hatten Sie Dienst? Nein, ich war nur zufällig hier, als der Mord geschah. Ich komme oft nach der Arbeit hierher. Kate's Café ist der beste in ganz East End. Hat jemand was Ungewöhnliches bemerkt? Nein, niemand hat was gesehen. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Außerdem ging er ohne zu bezahlen. Kate versuchte noch mit ihm zu reden. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Waren zur Tatzeit noch andere Gäste hier? Ja, 2 andere Männer. Die ließ ich gehen. Ich habe aber ihre Personalien, falls Sie sie verhören möchten. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Ein echter Kavalier. Charaktere wechseln. Na gut, aber jetzt bleiben wir mal mit ihr. Bei ihr, sie... Also, ihr wisst schon, und reden wir mal mit der Bedienung, die immer noch unter Schock steht. Warum eigentlich? Hat der Polizist gesagt, hey, kommen Sie mal, da ist eine Leiche, gucken Sie mal. Hallo? Kate? Ah. Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Oder ist es also Mäuschen, ja, weil er die Rechnung Na, nicht klar. bezahlt hat? Er hat einfach nicht bezahlt, er ist einfach gegangen. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Könnten Sie mir etwas über den Gast sagen, der kurz vor Entdeckung der Leiche wegging? Es war ein ganz normaler Mann. Ehrlich gesagt beachtete ich ihn nicht weiter. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter. Seine Arbeit. Halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem.
Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein. Es war eigentlich alles wie immer. Nur schlimmer. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche oder Schreie? Nein, ich habe nichts bemerkt. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt oft vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau darauf. Was geschah dann? Der Typ lief einfach ohne zu zahlen weg. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich. Und er lief noch dreimal am Diner vorbei. War Ihnen am Verhalten des Verdächtigen vielleicht irgendetwas aufgefallen, bevor er zur Toilette ging? Nein, warten Sie, doch. Jetzt fällt's mir ein. Ich hatte ihn nach einer Weile gefragt, ob er noch was möchte. Er antwortete nicht, sondern starrte nur ganz komisch vor sich hin. Also ließ ich's. Ich dachte mir, der ist vielleicht nicht ganz klar. Mein Gott, hätte ich gewusst. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Gute Nacht. Okay, so viel dazu. Schauen wir uns mal den Tatort an. Wenn ich es irgendwie schaffe, dahin zu kommen. Okay. Le Restroom. Ach, auf einmal tut mein Kollege auch was, oder wie? Warte mal, die Blutspur wollte ich mir eigentlich anschauen. Eine Blutlache. Hier wurde er umgebracht. Mehrere Wunden links in der Brust, in der Nähe des Herzen. Scheinen Messerwunden zu sein. Schon mal daran gedacht, Klempner zu werden, Carla? Schon mal dran gedacht, Komiker zu werden, Tyler? Nun, man hat mir schon oft gesagt, ich sei witzig. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht, warum hier Blut ist. Vielleicht vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. Kein Zeichen von Kampf. Das Opfer ist wohl überrascht worden. Es gibt keinen Grund, am Tatort nicht auf sein Äußeres zu achten. Was soll denn die Leiche von mir denken? Ah, nein! Hilfe! Oh Gott!
Okay. Mensch, jemanden in der Toilette abzustechen. Echt verrückt. Ist ganz schön riskant gewesen. Hätte schließlich jederzeit einer reinkommen können. Ich hab nicht mitbekommen, wo die Mordwaffe, wo das Messer ist. Das ist hier, glaube ich, irgendwo. Aha, hier. Ein blutiges Tafelmesser. Offensichtlich die Tatwaffe. Der Mörder nahm das Messer vom Tisch, um das Opfer zu erstechen. Dann kann es wohl kaum eine vorsätzliche Tat gewesen sein. Tyler, überprüf bitte, ob Garrett Fingerabdrücke vom Messergriff genommen hat. Er soll auch das Blut an der Klinge analysieren. Okay. Naja, soweit so gut. Tyler arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Er gehörte zu den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Er kann zwar unberechenbar sein, aber ist ein prima Kerl. Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Danke für deine Hilfe, Tyler. So, reden wir mal noch mit den beiden, wobei ich nicht weiß, wer die sind. Wahrscheinlich sollte ich deswegen mal mit ihnen reden. Hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Na gut, ich glaube, dann haben wir alles, ne? Dann packen wir's. Packe ich's, indem ich einfach wieder zum Auto gehe, Tyler, oder muss ich... guck mal draußen. Ah, stimmt, gucken wir mal draußen. Blutspuren. Der Mörder ist verletzt. Und ich hab so ein Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich hab so ein Gefühl, als wäre er vielleicht da hinten bei der U-Bahn runtergegangen. Keine Ahnung warum. So weit Nenn's vom Tatort entfernt finde ich sicher keine Hinweise. Ach so. Ich gehe besser wieder zurück. Ach so. Ah, ich habe so ein Gefühl. Auto! Als ob hinter dem Diner ein einäugiger Obdachloser sitzen würde, der mehr weiß. Keine Ahnung, aber ich habe so ein Gefühl. Intuition. Guten Abend. Oh, hallo Püppchen. Was kann ich für dich tun? Verdammt kalt, ne? Oh, zum Glück kann ich mich hiermit warm halten. Willst du einen Schluck? Hören Sie, bei dieser Kälte sollten Sie wirklich nicht hier draußen bleiben. Wenn Sie wollen, dann kann ich Sie irgendwo unterbringen lassen. Ja, lass mich in Ruhe. Ich brauche niemanden. Ich komme schon allein klar. Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Nein, warum gehst du denn wieder? Jetzt haben wir doch ein bisschen Smalltalk betrieben. Jetzt könnten wir doch vielleicht mal über... Ach so, nee. Ich muss rausfinden, wie ich Charakter wechsle. Nee. Aha. Ich versuch's mal mit ihm nochmal. Vielleicht kann er nochmal mit ihm reden. Schauen wir mal. Kann er auch mit denen reden? Hat er eigene Dialoge? Wahrscheinlich, oder? Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich habe seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst Carla nicht. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so Dickköpfiges habe ich selten gesehen. Schauen wir mal. Vielleicht kann er nochmal einen Dialog aufnehmen mit ihm. Der gute alte Tyler. Der vergessene Protagonist in dem Spiel oft. Neben ihr und dem Mörder, den wir am Anfang gespielt haben, ist er oft so ein bisschen die Randfigur.
Dabei ist er eigentlich genauso ein spielbarer Charakter wie die anderen beiden. Hey! Was willst du denn? Hören Sie mal. Sie haben nicht zufällig irgendwas Ungewöhnliches gesehen? Ah, lass mich in Ruhe. Ich sag überhaupt nichts. Ich red nicht mit Bullen. Tja, besten Dank für Ihre Hilfe. Okay, das war nicht so optimal. Na komm. Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Da grinst er. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns noch mal umsehen, wenn du willst. Nein, es reicht. Gehen wir. Okay, packen wir es. Cool, Carla will auch gehen. Jetzt schnell zum Auto, bevor sie die Meinung ändert. Schnell! Schnell zum Auto! Sie ändert gleich die Meinung! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ich sehe schon ihre Meinung, ihren Meinungspegel ansteigen! Yeah! Okay. Muss ich jetzt Carla auch noch hierher bewegen? Nee, gut. So, und mit diesem erhaltenen Gegenstand aus der Steam-Bibliothek-Dingens machen wir jetzt für heute Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Morgen machen wir genau hier an der Stelle weiter und ich versuche vielleicht noch ein bisschen die Framerate anzukurbeln. Mal schauen, ob es da ein paar Fixes gibt für das Problem. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.